Volksvertreter. Jeder hier möchte einen Beitrag für ein besseres Finnland und eine bessere Welt leisten. Menschen aus allen Ecken und Winkeln des Landes. Mit unterschiedlichen Hintergründen, Weltanschauungen, Zielen, Träumen. Sie alle werden hier benötigt. Enthusiasmus und Erfahrung, junge und reifere Jahrgänge, Männer und Frauen. Finnland war das erste Land der Welt, in dem die Frauen die vollen politischen Rechte erhielten. Seit 1906 haben alle Finnen das Recht, zu wählen und sich wählen zu lassen. Zur Politik gehört Vernetzung und Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten wie auch mit Andersdenkenden. Kompromisse suchen und machen. Gleichheit, Gerechtigkeit und Transparenz sind die Ecksteine der parlamentarischen Tradition Finnlands. Dies ist der öffentlichste Arbeitsplatz des Landes. Ein Abgeordneter ist eigentlich nirgendwo Privatperson. Wenn man in seinem Wahlkreis unterwegs ist, lernt man, welche Fragen die Menschen umtreiben. Wildfremde sprechen einen an, erzählen von ihren Sorgen und Hoffnungen. Manchmal erhält man sogar Dank. Zugleich ist Öffentlichkeit auch ein Weg der Einflussnahme. Mal zwangloser, mal förmlicher, mal unterhaltsamer, mal ernsthafter. Ein Abgeordneter ist stets erreichbar. Man kann die Arbeit seines eigenen Abgeordneten in den Medien verfolgen. Oder man kann mit ihm kommunizieren. Per E-Mail, in sozialen Medien, per SMS oder über irgendeinen anderen Dienst. Moment mal, das müsste eigentlich meinen Abgeordneten interessieren. Mit was für Anliegen treten die Bürger an ihre Abgeordneten heran? Belange von Kindern und Jugendlichen. Wirtschaftliches Auskommen, öffentliche Dienstleistungen und Verkehrsfragen. Ganz oben anstehen Wirtschaft, Arbeit und Dienstleistungen für ältere Leute. Soziale Sicherheit, Klimaschutz, ein gleichberechtigtes Ehegesetz, Alltagsprobleme, ausreichende Präsenz der Polizei und Jugendarbeitslosigkeit. Gesundheit, wirtschaftliche und politische Sicherheit für alle. Der Zustand des Straßennetzes ist ein Dauerthema. Probleme im Alter und in der Arbeitswelt. Aktuelle Fragen wie die Gesundung der europäischen Wirtschaft.